Hallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Abenteuer auf dem Reiterhof 5, der goldene Steigbügel. Es ist Samstag, ein Tag vor dem nächsten Turnier, vermute ich zumindest mal. Und unsere Noten sind echt nicht gerade das Beste. Also gut, mit Niveau des Vorhins und so ist alles okay. Aber quer fällt ein, da müssen wir noch ordentlich was draufpacken und ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Also da müssten wir echt Glück haben. Und bei Beliebtheit, ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Gemeinschaftsraum und gucken, ob wir da irgendwie was mit Beliebtheit hinkriegen. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dann ist wirklich ganz viel Querfeldein dran. Was anderes bleibt mir leider nicht übrig. Ich hoffe, der Part wird euch jetzt nicht zu langweilig. Aber ich kann es momentan nicht ändern. Wir brauchen einfach die Noten. So, gut. Ab in den Gemeinschaftsraum. Ich hoffe, da ist irgendjemand, mit dem ich mich unterhalten kann. Dass meine Beliebtheit steigt. Oh, ja, ja, ja. Hier gibt es noch tatsächlich welche. Oh, ist das schön. So, wie war das? Leertaste? Und, willst du mir von deinem Studentenleben berichten? Aber sicher doch. Wie ich schon sagte, veranstaltete ich während der Unizeit regelmäßig Partys. Ich sprach Bands an, mietete Säle und brachte Studenten zusammen. So verdiente ich mein Taschengeld und war glücklich damit. Eines Tages konnte ich den Sänger von Skyrock persönlich davon überzeugen, bei einer meiner Partys aufzutreten. Du glaubst nicht, wie stolz ich war. Meine Lieblingsband auf einer Party, die von mir organisiert worden war. Aha, okay. Der Abend hat gut begonnen und die Menge tobte. Zwischen den Songs beglückwünschte mich der Sänger von Skyrock zu der tollen Party. Doch leider wären die schönen Augenblicke nie sehr lange. Im Handumdrehen verwandelte sich die Party in einen Albtraum. Wieso, was ist passiert? Wie das? Was war in der Zwischenzeit geschehen? Komm später wieder, dann erfährst du es. Oh, du willst die Spannung aufrechterhalten, was? Okay. Können wir jetzt nochmal ansprechen? Du bist gekommen, um zu erfahren, wie es mit der Party weitergegangen ist? Okay, dann los. Ja, los, erzähl. Jeder konnte auf meine Partys kommen und es waren immer viele Leute da. Die meisten hatten Spaß, aber manchmal waren Typen darunter, die auf Ärger aus waren. An diesem Abend tauchte eine Gang auf der Party auf. Mike, ihr Anführer, ein großer, unruhiger Typ, hat es auf den Sänger von Skyrock abgesehen und tat alles, um ihn zu provozieren. Und das nur, weil der Sänger gelächelt hatte, als Mikes Freundin ihn um ein Autogramm gebeten hatte. Er ist ziemlich sauer abgezogen und mit seinen Schlägertypen zurückgekommen. Sie haben rumgepöbelt und Skyrock blöd angemacht. Alle haben aufgehört zu tanzen und plötzlich war es totenstill. Eine Prügelei schien unvermeidlich. Und dann? Tja, also, ich will mich ja nicht als großen Helden aufspielen, aber ich habe mich von der Bande nicht kleinkriegen lassen. Ich habe mich also direkt vor Mike aufgebaut und ihm gerade in die Augen geschaut. Dann habe ich ihm gesagt, wir sind alle hierher gekommen, um zu feiern. Und wegen dir ist die Musik ausgegangen. Du solltest froh sein, dass der Sänger von Skyrock deine Freundin angelächelt hat. Stattdessen verdirbst du ja allen den Abend. Klar kannst du versuchen, dich mit der Band zu prügeln, aber vorher musst du es mit dem ganzen Saal aufnehmen. Und glaube mir, bis du da durch bist, das dauert. Du kannst dich natürlich auch hinsetzen, dir einen Drink bestellen und ganz entspannt der Musik zuhören. Wenn du dich gut führst, können wir vielleicht vergessen, dass du hergekommen bist, um Stunk zu machen. Also, was hältst du von dem Vorschlag? Was hat er gemacht? Er hat einen Moment gezögert. Dann hat er sich hingesetzt und die Party konnte wie zuvor weitergehen. Da warst du aber schlagfertig. Der Sänger von Skyrock hat mir auch gedankt und am Ende des Abends hat er mich auf sein Landgut eingeladen, um dort ein Wochenende zu verbringen. Diese Zeit werde ich niemals vergessen. Aha, okay. Wie war das Wochenende? Wir verbannen uns noch etwas für später, okay? Ja, bitte. So interessant finde ich deine Storys jetzt nämlich nicht. Aber gut, wenn das meiner Beliebtheit hilft, dann wäre das sehr schön. So, gehen wir mal zu unserem Verehrer Miguel. Der hieß doch Miguel oder so, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich nicht mit ihm reden? Muss ich von der anderen Seite ran? Oder was ist das Problem? Oder will er nicht mit mir reden? Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Ich glaube, er will nicht mit uns reden. Aber mit ihr kann ich auch nicht reden. Ach, ich kann immer nur zweimal mich unterhalten, oder was? Was ist das für eine Kacke? Nein! Ich hoffe, das hat unserer Beliebtheit jetzt trotzdem ein bisschen geholfen. Ansonsten wäre auch dies etwas blöd, wenn ich ehrlich sein soll. Aber gut, dann gehen wir eben wieder. Ja, gehen wir wieder. Okay, dann wir können ja mal gucken, ob das was gebracht hat. Beliebtheit 41, es hat was gebracht, aber scheinbar nicht genug. Okay, also auf zum Querfeld ein. Ach Mensch. Mensch. Hippie, yay.
Okay, konzentrieren. Madonna, du blöde Sau, ganz ehrlich. Ich glaube, wenn er uns sogar abschmeißt, dann gibt es noch weniger Punkte als... Also dann verlieren wir mehr Punkte, als wenn er einfach nur davor stehen bleibt. Ich dachte, du bist ein tolles Pferd. Nee. Nein, das gibt's nicht. Oh Gott. Zum Glück haben wir noch ein paar Mal Querfeld ein vor uns. Na, ey, das ist jetzt nicht wahr, ne? Also ganz ehrlich, Leute. Dieses Querfeld ein, langsam reicht's mal, ne? Weil ich habe immer das Gefühl, ich drücke rechtzeitig. Ich meine, sobald es da drinnen blinkt, drücke ich eigentlich auch. Ist echt ein bisschen blöd gemacht. So. Ich meine, beim Springen funktioniert es ja auch. Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich schicke es einfach nicht. Okay, gut. Hier waren wir schon wieder reichlich Fehler. Was mich echt ein bisschen ärgert. Weil ich weiß echt nicht, wie es nun ist, wenn wir da so eine schlechte Note haben, ob wir dann zu dem Turnier zugelassen werden. Und ich will die Woche nun echt nicht nochmal wiederholen, ne? Ich meine, ich finde das Let's Play... Oh nein, nein, das gibt's nicht. Zieht sich so schon genug. Ja, komm, leck mich am Arsch, ey, ganz ehrlich. Machen wir jetzt? Ganz ehrlich, Leute, das ist doch echt Müll. Und das ärgert mich, ganz ehrlich. So, okay, uns bleibt ja nichts anderes übrig, außer jetzt hier weiterzumachen. Und hoffen, dass wir entweder die Note noch voll kriegen oder hoffen, dass wir trotz der schlechten Note zum Turnier zugelassen werden. Und jetzt kribbelt auch noch meine Nase. Nee, das gibt's nicht. Nicht dies. Oh Gott, entschuldigt bitte. Ah, der musste jetzt raus, der Nieser. Oh, ehrlich. Diese Nase macht mich fertig. Oh Gott, Entschuldigung. Also ihr müsst mir echt mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich weiter Let's Playen soll oder ob ich echt warten soll, bis dieser Schnupfen weg ist. Weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den es stört, der sich davon angewidert fühlt. Und ja, wir stürzen auch direkt wieder ab. Ist das nicht schön? Madonna, du bist ein Arsch, ehrlich. Na. Okay, ganz ruhig. Donna ist ein Arsch, oder? Ganz ehrlich. Habt ihr, die das auch gespielt haben, habt ihr auch so Probleme mit Querfeld ein? Ganz ehrlich, oder bin ich da die Einzige? Weil ich fühle mich langsam von dem Spiel verarscht, ehrlich. Oder von meinem Pferd. Vielleicht liegt es auch an meinem Pferd. Vielleicht ist es ein blödes Pferd. Vielleicht ist es kein Springpferd, sondern ein Rennpferd. Wobei es ja beim Springen auch funktioniert. Meistens zumindest. Also, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. So, okay. Gut, wieder verkackt. Ey, ehrlich, ist... Nee, ne? Vor allem, dass man nur zweimal von diesem Scheißpferd fallen darf, ne? Das ist doch nicht normal. Ja, jetzt versuchen wir es nochmal mit Querfeld ein. Und wenn wir das auch wieder verkacken, dann müssen wir garantiert die Woche wiederholen. Ich könnte so wetten, dass ich diese blöde Woche hier wiederholen muss. Aber ich will die Woche nicht wiederholen. Ich finde, das Spiel hat so oder so schon genug Wochen.
Also wirklich, keine Frage, macht das Spiel Spaß? Also es ist unglaublich anstrengend, dieses Querfeld ein. Ich meine, ich bin in nix so schlecht, außer im Querfeld ein. Na gut, in der Fohlenkommunikation da, Erziehung war ich auch schlecht. Aber das habe ich einfach noch nicht gecheckt. Das checke ich hier ja, aber ich kriege es trotzdem nicht hin. Donna, du bist ein Arsch, weißt du das? Das hat doch schon aufgeleuchtet. Wo ist denn jetzt bitte das Problem gewesen? Ganz ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich hätte es ja jetzt verstanden, wenn es nicht aufgeleuchtet hätte und ich wäre halt gesprungen oder hätte halt gedrückt, ja. Aber es hat geleuchtet, als wir drinnen standen mit den Vorderbeinen. Warum muss das ganze Pferd in dem Kreis sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach, geschafft. Ach, 8 Punkte. Okay, wird uns trotzdem nicht weiterhelfen, sage ich ja. 3,4. Ich bin jetzt echt gespannt, was nun passiert. Victorias Vergangenheit. Zweiter Teil. Es ärgerte mich, dass ich mich mit Victoria gestritten hatte. Ich hatte gedroht, die Akademie zu verlassen und es entsprach nicht meinem Wesen, jetzt klein beizugeben. Die anderen Schüler redeten kaum darüber. Ich hatte ihnen meine Absicht mitgeteilt, zur Eichenwald-Akademie zu wechseln, und sie fühlten sich von mir im Stich gelassen. Irgendwie konnte ich sie verstehen. Ich war hin und her gerissen, zwischen dem Wunsch, bei meinen Freunden zu bleiben und meinem Stolz, Victorias Autorität Paroli zu bieten. Und dann, unversehens, verfiel ich dem Charme Estebans. Ich, die ich so stolz und unabhängig war. Doch sein Blick ließ mich dahinschmelzen, und das Verlangen, bei ihm zu sein, erwies sich als unwiderstehlich. Ich nehme an, Victoria wollte mich zum Bleiben bewegen. Eine einfache Entschuldigung hätte genügt. Doch war sie ebenso dickköpfig und stolz wie ich. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir werden auch zur Prüfung zugelassen oder zum Turnier, falls es jetzt ein Turnier gibt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, würde ich sagen. Oder? Ja. Ohne sie ist die Mannschaft nicht auf der Höhe, das weißt du genau. Ich weiß, aber ich kann sie nicht zwingen. Wenn sie den größten Fehler ihres Lebens begehen möchte, dann bitte. Wann will sie uns verlassen? Sie nimmt noch am morgigen Wettkampf teil und dann geht sie zu Esteban. Warum haben sie ihn entlassen? Für das Dopen eines Pferdes bekommt man nicht lebenslänglich. Er hat mich damals verraten und gedemütigt. Dafür hätte er es verdient. Du weißt, dass deine junge Schülerin sehr an ihren Freunden hängt. Eine einfache Entschuldigung von dir würde die Sache ins Reine bringen. Du kennst Estebans Verführungskünste nicht. Als ich mit ihm zusammen war, hätte mich nichts von ihm trennen können. Was soll ich nur tun? Du solltest dich entspannen. Ich bin gekommen, um darüber mit dir zu reden. In der Stadt gibt es einen Pub, in dem ganz gute Rockmusik gespielt wird. Dort wirst du sicherlich auf andere Gedanken kommen. Du bleibst hier? Ich glaube, dass es besser ist, wenn du alleine hingehst. Ich habe hier noch Arbeit zu erledigen. Ich komme vielleicht später. Dann bis später. Weg? Ja? Du liebst Esteban immer noch, stimmt's? Endlich verstehst du, warum er gefährlich ist. Okay. Ja gut, ich konnte mir sowas schon denken, dass die mit dem mal zusammen war und deshalb so reagiert hat und ja. Aber ihr Lieben, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob der Part schon zu Ende ist. Ich weiß es nicht. Aber ich mache hier jetzt erstmal einen Cut.
Also ob der Part zu Ende ist, ja, ich mache jetzt auf jeden Fall einen Cut. Ich weiß nicht, ob die Zeit um ist, sagen wir es mal so. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet trotz des vielen Querfeldeinreites, Grittes, Galoppieres, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Part wieder reinschaut. Und ja, bis dahin, ihr Lieben, sage ich einfach mal Tschüss.